klar ist. Also, der Feminismus schließt keinen Menschen aus und will, dass alle gleichberechtigt und glücklich sind und dass es allen gut geht. So, Männer wissen das nicht. Und ich glaube auch, ein Problem, was du hast mit vielen Männern, die denken, Scheiße, Alter, wenn wir jetzt diese Privilegien aufgeben, dann werden sich die Frauen an uns rächen, was wir denen angetan haben. Und weil die diese Denke haben, wehren die sich mit Händen und Füßen gegen eine wirkliche Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und dabei ist das TINF. Es gibt ein Experiment oder zum Rassismus. Oh Gott, wie heißt sie? Blue Eyes, Brown Eyes. Und zwar, das war nach dem Attentat auf King, wo sie die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt haben, blauäugige Kinder und braunäugige Kinder. Und den ersten Tag waren die Blauäugigen sozusagen, die Deppen, die wurden dann gesagt, so ja, das kannst du nicht, weil du blaue Augen hast. Ne? Also da musst du ja gar keine Mühe geben und du darfst dir das Spielzeug als letztes nehmen. Warum? Weil du blaue Augen hast. Ne? Ist doch allgemein bekannt, dass blauäugige Kinder nichts können und so weiter. Ne? Und am nächsten Tag hat sich das geändert. Dann waren auf einmal die Blauäugigen und die Braunäugigen sozusagen die Blöden. Und das Interessante ist, dass die dann gesagt haben, das will ich nicht. Das will ich nicht mitmachen. Ja, warum willst du das nicht mitmachen? Jetzt kannst du dich doch rächen. Und da haben die gesagt, ich habe mich so schlimm gefühlt. Ich möchte nicht, dass ein anderer Mensch sich so schlimm fühlt. Ich glaube, wir haben viel, viel mehr Herzensgüte in uns, wenn wir einmal die Erfahrung gemacht werden. Und nicht dieses, wir rächen uns jetzt an alle anderen.